Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paterabort und Beziehungscoach. Dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wir haben erstmals wieder seit Monaten einen Coach, nutzt ihn gerne reichlich. Valentinstag 20 geht logischerweise bis Valentinstag einschließlich. Und heute haben wir das gute Laune-Thema, ja, zwei Filme. Und echt sehenswert, wie ich finde, und auch sehr konfrontierend in ihrer Extremheit. Und zwar gibt es auf Netflix, ich weiß nicht, ob es jetzt nur da gibt, aber ich habe es auf Netflix gesehen, den Tinder-Schwindler. Und gibt im Kino ja House of Gucci, hat mich auch welche darauf hingewiesen. Und was ganz interessant dabei ist, dass es einmal so rum ist und einmal so rum ist, sag ich mal, was Männer und Frauen angeht. Fangen wir vielleicht mal mit dem Tinder-Schwindler an. Das ist ja jemand, ja, das ist eine wahre Geschichte offensichtlich. Jemand, der doch immer noch in Israel lebt und ja, Frauen massiv ja, betrogen hat auf Tinder. Also hat da so einen Lifestyle gezeigt mit, weiß nicht, also ist eigentlich so dick aufgetragen, dass man es eigentlich gar nicht fassen kann, also mit Flugzeug und Diamantenhändler und bla 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 und immer hier und da und ja, und hat dann da Frauen getroffen und natürlich auch mit denen was angefangen und hat dann irgendwann so eine Räubergeschichte erzählt. Ja, keine Ahnung, ich bin ja gerade auf der Flucht vor ostfriesischen Diamantenhändlern und meine Kreditkarte ist gesperrt und kannst du mir mal schnell eine von dir schicken, eine Kreditkarte auf deinen Namen und also einfach, ist eigentlich total haarsträubend und aber ja, hat dann offensichtlich mit den Kreditkarten von vielen, vielen Frauen jongliert, um die scheinbar um, glaube ich, um Millionenbeträge, also unfassbare Beträge, auch was da gezeigt wurde, dass die einzelnen Frauen das schon allein gezahlt haben. Unfassbar. Und ja, ist dann einmal verknackt worden in Israel, aber weil er halt immer die Länder gewechselt hat, im Endeffekt immer noch für die meisten Sachen nicht zur Rechenschaft gezogen. So. Und also was man da sehen kann, ist natürlich ein Fest für die Leute, die so aus Richtung Red Pill, sag ich mal, weil die ja auch mal sagen, Frauen stehen auf, oder Hypergaminen, die ist ja immer, Frauen stehen auf Status und was weiß ich. Und ja, muss man in dem Fall auch sagen, ich meine, ich bin jetzt kein Red Pill-Fan, kann ich wirklich nicht sagen, aber ist so, ne? Und darauf wollte ich auch ganz gerne mal, man kann ja jetzt viel über diesen Typen reden, wie krass der ist. Ja, es ist natürlich gar nicht wirklich dunkelste 3D-Energien, kann man nicht anders sagen, aber man muss sich auch fragen, also wo wir das geguckt haben hier, muss man sich auch fragen, was denken die Frauen da, ne? Die da wirklich, beziehungsweise ist ja alles menschlich, will das auch gar nicht kritisieren, aber was man halt sieht, was für eine Riesengefahr das ist, mit dem Ego zu daten, ne? Also wenn ich jetzt denke, ja, boah, das ist jetzt der Typ und mich will er und dann reise ich auch rum und dieser Lifestyle und der hat wirklich so absurde Sachen gemacht wie, ich fliege jetzt nach Oslo und ich schicke dir ein Ticket für Oslo und wir haben dann da unser Date und wo man nicht denkt, ey, oh Mann, ey, das muss doch irgendwo mal irgendwo einen Klick machen da oben, dass es vielleicht irgendwie nicht so eine gute Idee ist. Aber macht's halt nicht, weil das Ego komplett, also wie gesagt, das ist menschlich. Ich finde es nur halt in diesem Extrem so gut sichtbar und da sollte man, glaube ich, auch aufpassen, dass man sein Ego da nicht so vorschiebt, ne? Weil dann werden alle roten Flaggen und alles, das ist einfach eine völlig absurde Geschichte, ist das wahrscheinlich nicht. Irgendein ostfriesischer Diamantenhändler gerade dich jetzt auf Tinder rausgesucht hat und völlig absurde Dates macht. Und es ist natürlich auch ein Spiel mit Fantasien, mit wie wir vielleicht alle gerne hätten. Ist das natürlich wieder so diese, wie heißt der Film noch? Pretty Woman, obwohl es jetzt Pretty Woman hat ja noch andere Assoziationen, aber dieses irgendwo so ein Prinz kommt und er rettet einen aus seinem Leben, was scheinbar nicht nice geil ist. Ja, also wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es halt in der Regel nicht wahr. Und ich
rede jetzt auch darüber, jetzt weniger, weil solche extremen Sachen passieren natürlich ganz wenigen Menschen nur, aber diese Gefahr, irgendwie Leuten auf den Leim zu gehen, die halt, es kommt wieder Katze hier, die halt irgendwas, irgendein Bild von sich kreieren, was natürlich wunderbar auf Online-Apps gibt, wo einfach vorne und hinten nichts stimmt. Das spricht natürlich wieder, muss man ganz klar sagen, gegen Online-Dating, ne? Muss ich einfach sagen. Aber gut, zweite Geschichte, die ich gleich erzählen werde, die könnte jetzt real auch passieren, hat jetzt nichts mit Online-Dating zu tun. Also kann man nur wieder sagen, ja, versucht euer Ego im Griff zu halten, versucht Leute durchzuschecken und gebt natürlich keinen Fremden Geld, ne? Ich meine, das muss man einfach mal sagen, ne? Die man gar nicht kennt, egal ob sie sind. Der hat dann auch so Sachen geschrieben, wie wir heiraten und wir, was weiß ich, bevor die überhaupt drei Dates hatten und so. Und da muss man sich schon überlegen, Mann, wie komme ich dazu, sowas zu glauben? Muss man auch die eigene Seite mal explorieren, ne? Andere Geschichte, da ist wiederum mehr für Männer, würde ich mal sagen. House of Gucci, da geht es eigentlich genau andersrum. Und was für Frauen der Status ist, ist für Männer vielleicht, ja, wenn eine Frau so einen Mann halt klar macht, wo der Mann denkt, boah, das ist eigentlich gar nicht meine Liga und denkt, er hätte, das ist ja für Männer so, die eines Einfalls zu, ein Mann denkt, er hätte jetzt den Jackpot gefunden irgendwie. Ah, ich hab jetzt hier Katzen-Trara hier noch ein paar, ne? Und, und bei House of Gucci ist es ja so eben, dass da so ein Gucci-Erbe ist und eine Frau lernt ihn halt kennen auf einer Party und ja, also wie das in dem Film dargestellt wird, geht es halt einfach nur darum, dass sie alles dran setzt, den zu heiraten und ja, aus, wie es im Film zumindest dargestellt wird, offensichtlich einfach Motiven, Geld zu bekommen, ne? Um Geld und Reichtum und eben das, ja, und der Mann da ziemlich in die Falle tappt, obwohl auch da sein Umfeld ihm sagt, ey, mach das nicht, die will nur an dein Geld. Und das Gleiche ist natürlich auch bei diesem Tinder-Schwindler, sagen auch die Freundinnen, glaube ich, obwohl das weiß ich nicht so genau, wie die da reagiert haben. Aber auf jeden Fall ist letztlich das Gleiche. Der Mann denkt mit dem Ego und noch mit anderen Sachen wahrscheinlich und geht einfach total in die Falle. Und gut, in dem Film ist es jetzt noch so, dass der Mann auch, dieser Gucci-Erbe dann auch irgendwann recht kühl rüberkommt. Aber gut, das ist nochmal eine andere Sache, aber gibt x Beispiele, wo Männer völlig unter der Räder kommen, einfach weil sie ja jemand daten nur längere Zeit und heiraten, der nicht die besten Absichten hat scheinbar und das geht ja auch besonders schwierig aus da bei House of Gucci. Und was lernen wir daraus? Ja, man sollte wirklich sein Ego im Griff halten und Sachen prüfen irgendwie, ne? Und auch wenn Freunde vielleicht sagen, ey Mensch, das macht keinen alten guten Eindruck, sollte man, was aber natürlich immer schwierig ist, aus dieser Fantasiewelt mal rauskommen, aus dieser Rosamunde-Pilcher und nicht denken, man hätte jetzt selber die Märchenprinzessin oder den Märchenprinz, weil dann wird's echt gefährlich, ne? Dann wird's echt gefährlich und geht viel schief. Aber es ist total menschlich, aber gerade wenn man wenn man aus irgendwelchen Gründen ein Funk ist auf dem Markt, sollte man vielleicht nochmal besonders nachdenken, so. Wobei bei den Frauen kann man das eigentlich gar nicht sagen. Das waren echt random Frauen, die da, dieser Tinder-Schwindler da abgeschleppt hat. Da sollte man einfach immer überlegen, ist das realistisch? Und natürlich sollte man einfach ja, ich finde das noch nicht mal, man sollte das vielleicht noch nicht mal machen, wenn man jemanden schon 10, 20 Jahre kennt, aber man sollte einfach Geld raushalten aus solchen Sachen und egal, was für eine Räuberstory da kommt, aber es ist natürlich auch wirklich gemein, es ist einfach super gemein, Menschen bei ihrer Hilfsbedürftigkeit, bei ihrem Wunsch zu helfen und andere Menschen zu retten, dabei auszubeuten, das ist schon echt extrem dunkel, ne? Muss man einfach sagen, wirklich.
Aber gut, das ist wieder, was ich immer wieder sage, das Universum fördert Neutralität, es fördert nicht unbedingt Retterfantasien, keine Ahnung, andere Menschen retten wollen, Co-Abhängigkeit und was weiß ich, wird nicht gefördert hier in diesem Universum, ne? Muss man einfach sagen. Und letztlich ist dann auch wieder ein Thema, ein bisschen klarer zu werden, auch ein bisschen egoistischer zu sein, selber seine Kohle zusammenzuhalten und auch mal an sich zu denken und nicht immer nur irgendwelche anderen Leute retten zu wollen. Da ja, kommt echt nur Murks bei raus. Wirklich, kommt einfach nur Murks bei raus. Also ich kann es auf jeden Fall in meinem Leben, weil das immer so was einfach nur immer nur Murks bei rausgekommen ist. So. Eigentlich schade, aber ist wie es ist. Ja, also aber trotzdem lohnenswerte Dokus, beziehungsweise eines sind Dokus, andere ist ja offensichtlich ein Spielfilm, wobei der auch auf einer wahren Geschichte basiert. Also ich fand diesen Gucci-Film auch echt, echt krass und cool irgendwie. Guckt es euch mal an und sehr ernüchternd, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr ernüchternd. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.